Im gegenwärtigen Augenblick versucht unsere Gesellschaft, den schwierigsten, gleichzeitig aber auch aufregendsten Übergang zu bewältigen, dem sich die menschliche Spezies je gegenüber sah. Es ist nicht nur ein Übergang zu einer neuen Existenzebene, sondern auch der Beginn eines neuen Satzes in der Symphonie der Menschheitsgeschichte. Ja, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie dieser neue Satz in der Symphonie der Menschheitsgeschichte aussehen wird, so ist das wirklich nicht mehr zu übersehen, dass wir uns in großen Veränderungsprozessen befinden. Und gerade jetzt mit dem Coronavirus werden die Auswirkungen sehr deutlich, die Veränderungen im Großen, in der Wirtschaft und Politik, als auch im Kleinen. Jeder Einzelne von uns, der natürlich auch wiederum Teil des Ganzen ist, ist jetzt gefordert. Schon 2009 war im Handelsblatt zu lesen, aus einem Interview mit Fred Malik, Professor an der Universität in St. Gallen, unter der Überschrift »Der Kapitalismus ist gescheitert«. Diese Krise ist das Symptom eines fundamentalen Wandels. Es sind die Geburtswehen für eine neue Welt. So etwas hat in der Geschichte möglicherweise noch nie stattgefunden. Die Lösungen werden nicht aus der Ökonomie, auch nicht von den Regierungen kommen. Die Menschen werden lernen, sich gegenseitig zu helfen. Ich denke, wir werden eine neue Menschlichkeit erleben. Ja, mein Name ist Angelika King, ich bin Diplompsychologin und seit über 33 Jahren in eigener Praxis tätig als Therapeutin, als Coach, als Autorin, als spirituelle Wegbegleiterin. Und ich frage mich natürlich jetzt wieder besonders, wie kann ich helfen, was kann ich dazu beitragen, um diesen Übergang in eine neue Zeit ja einfacher zu gestalten, Menschen beiseite zu stehen. Wie kann ich ein Leuchtturm sein, ist eigentlich meine Frage auch. Und deshalb habe ich dieses Video jetzt aufgenommen. Dieses Video ist Teil einer Aufzeichnung von einem Live-Webinar, was ich gehalten habe für die Mitglieder meiner Akademie. Da gibt es einmal im Monat ein Live-Webinar und dies ist die Aufzeichnung oder Teile der Aufzeichnung von März 2020. Wundere dich also bitte nicht oder wisse also, dass wenn ich am Ende, gegen Ende des Videos einige Kurse vorstelle, die in der Akademie sind und die jetzt helfen können, diese Zeiten ja gut zu bewältigen, die helfen können, Stress zu minimieren, die helfen können, seine Energien immer wieder zu klären, in die Balance zu kommen. Wisse, wenn ich diese Kurse vorstelle in der Akademie, dass diese Kurse du auch einzeln erwerben kannst auf meiner Webseite www.king-selbstcoaching-kurse.de. Den Link stelle ich aber auch in der Beschreibung zu diesem Video noch einmal ein. Also die Kurse kannst du einzeln erwerben, wenn du Mitglied der Akademie sein solltest oder werden würdest. Da findest du fast alle meine Kurse und es kommen immer wieder Kurse dazu und noch so viel mehr. Aber die Kurse, die ich vorstelle, die kannst du, wie gesagt, auch einzeln erwerben, wenn du es denn möchtest. Ja, dann würde ich sagen, ringfrei für die Aufzeichnung. Viele Gedanken zum Coronavirus, auch zu der Angst und eine Unterscheidung zwischen Angst, Ängstlichkeit und Sorge. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und dann natürlich machen wir eine umfassende Klopfrunde oder mehrere Klopfrunden, die dir helfen werden, dich zu entstressen und wieder in deine Mitte und deine Balance zu kommen. Und das Thema für dich anzugehen, ja, eben nicht aus diesem, oh Gott, was passiert jetzt, also aus diesem Stressmodus heraus, sondern die dir helfen werden, klar zu denken und die nötigen Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Und ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, das ist immer so mein Motto. Ja, also viel Spaß mit der Aufzeichnung und ich freue mich über ein Feedback, was du dann hier unter dem Video posten kannst und ja, freue mich von dir zu hören und jetzt geht's los. Also, viel Spaß. Und dann reibe bitte den wunden Punkt oder klopfe alternativ den Karatepunkt und dann sprich mir nach, auch wenn meine Energien vielleicht aus der Balance sind, auch wenn meine Energien vielleicht aus der Balance sind und meine Polaritäten eventuell verkehrt herum sind, und meine Polaritäten eventuell verkehrt herum sind, auch wenn meine Energiefelder durcheinander sein könnten, auch wenn meine Energiefelder durcheinander sein könnten, liebe und akzeptiere ich mich von ganzem Herzen.
liebe und akzeptiere ich mich von ganzem Herzen. Und auch wenn meine Energien vielleicht aus der Balance sind, liebe und akzeptiere ich mich und vergebe mir von ganzem Herzen und vergebe mir von ganzem Herzen, egal was auch immer ich vielleicht dazu beigetragen habe, dass ich nicht in der Balance bin. Egal was auch immer ich vielleicht dazu beigetragen habe, dass ich nicht in der Balance bin. Und auch wenn meine Energien aus der Balance sein könnten, will ich jedem vergeben, der damit irgendetwas zu tun haben könnte. Und dann die einzelnen Punkte klopfen und dazu dann das sagen, mir nachsprechen oder lesen, was dort steht jetzt. Spitze des Kopfes aus der Balance. Augenbrauenanfang, Energien verkehrt herumfließen. Dann Seite des Auges, Polaritäten vielleicht verkehrt herum. Unter dem Auge, Energiefelder durcheinander sein könnten. Unter der Nase, nicht in Balance. Kinnpunkt, Energien verkehrt herumfließen. Schlüsselbeinpunkt, was auch immer ich dazu beigetragen habe, ich vergebe mir. Unter dem Arm, jedem vergeben, der damit irgendetwas zu tun haben könnte. Dann wieder den Wundenpunkt reiben. Auch wenn ich nicht in Balance war und meine Energien vielleicht verkehrt herumflossen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und ich bitte meinen Körper, sich perfekt auszurichten und in Balance zu kommen. Und ich bitte meine Energie, sich auszubalancieren und sich auf perfekte Art und Weise auszurichten auf das Göttliche. Ja, und dann wieder die einzelnen Punkte klopfen, Spitze des Kopfes, nicht in Balance. Augenbrauenanfang, Polaritäten verkehrt herum. Seite des Auges, ich wähle mir zu vergeben und ich wähle anderen zu vergeben. Unter dem Auge, in Balance kommen. Unter der Nase, perfekte Ausrichtung der Polaritäten. Kinnpunkt, perfekte Ausrichtung auf das Göttliche. Ja, unser Ablauf heute, das haben wir gerade gemacht, die Klärungs- und Balanceübung, dann das Thema energetisches Selbstmanagement in Zeiten von Corona und Co. Und dann machen wir mehrere Klopfrunden und ich stelle euch verschiedene Kurse vor, die dazu passen. Und ich habe ja in der Mail geschrieben, alles Corona oder was, das kam mir irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, das ist doch so ein blöder Werbespruch gewesen vor Urzeiten. Mit alles Bluna oder was, aber dann habe ich nochmal gegoogelt, das macht man ja heutzutage, googeln, wenn man was nicht weiß. Und der Werbespruch ist etwas anders gewesen, jetzt habe ich ihn gerade vergessen, aber ich habe ihn geschrieben in der Mail. Und
Ja, ich habe erst so gar nicht, also das wahrgenommen mit dem Coronavirus natürlich, obwohl ich keine Nachrichten schaue, schon jahrelang schon nicht mehr. Aber ich gehe 2-3 Mal am Tag auf T-Online und gucke einfach so, was ist so in der Welt los, also ein paar Schlagzeilen. Und dann ist es einfach so, dass mit wem auch immer ich spreche, wo auch immer ich bin, überall geht es um diesen Virus und das, was so gerade ja, hier so in der Welt passiert. Also, die negativen Meldungen häufen sich. Die ersten weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen zeigen sich heute, ne, schwarzer Montag an der Börse. Sogar Börse geschlossen für einige Zeit an der New Yorker Börse. Also, wie gesagt, die Auswirkungen zeigen sich, die ersten, und es wird viele weitere geben, vermutlich. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um und was können wir daraus lernen? Und eine ganz wichtige Frage, gehen wir in die Angst oder schaffen wir es, in unserer Mitte zu bleiben, beziehungsweise immer wieder die richtige Balance zu finden? Konzentrieren wir uns auf das Negative oder können wir auch das Gute und die Chancen, die sich uns bieten, wahrnehmen und nutzen? Ja, und da habe ich so vor ein paar Tagen gedacht, ich möchte einfach eine Klopfrunde machen, weil ganz viele Menschen, das bekomme ich so mit, springen an, gehen in den Panikmodus, in den Angstmodus, machen sich viele Gedanken, von Hamsterkäufen ist die Rede und dass sie, selbst ich hier in Norddeutschland in den Regalen, wenn ich um die Lebensmittel, ja, sind die Regale merklich leerer geworden. Und die Frage ist, ja, wie geht man damit um? Und ich muss gestehen, oder was heißt gestehen, aber mir ist es so manchmal, wenn ich da auf die Online gucke und dann diese Schlagzeilen sehe, dann muss ich manchmal laut loslachen, weil ich das aus so einer Distanz irgendwie wahrnehme. Aber natürlich bin ich auch hier auf der Erde, ja, als Mensch und denke, ja, okay, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, so ein paar Lebensmittel auf Vorrat zu haben, für den Fall, dass in Schleswig-Holstein plötzlich auch die Quarantäne erklärt wird. Ja, oder ja, was ist eigentlich wichtig, sollte man vorsorgen? Und es gibt ja natürlich die Ratschläge, Broschüren auch von der Bundesregierung, für dass man vorsorgen sollte für Notfälle, für Stürme, für dass Elektrizität ausfällt und so weiter und so fort. Ich persönlich, ich sehe das so, solange das wirklich ganz ruhig ist, also ne, man sagt, okay, was, wenn, das ist ja ganz vernünftig, sich zu überlegen, okay, wenn jetzt 2 Wochen Quarantäne wäre oder was auch immer wäre und man nicht einkaufen könnte, zum Beispiel weil durch Sonnenstürme oder was auch immer Stromausfall ist und die Läden nicht mehr aufmachen und so weiter, was bräuchte man wirklich? Was ist eigentlich wirklich wichtig und wesentlich? Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn so etwas geschehen würde, dass ganz viele Leute wirklich austicken würden. So alleine schon seine Handys nicht benutzen zu können. Also ich glaube, das würde viele Leute in eine Krise bringen. Und wenn ich dann sowas lese, wie dass sich Menschen kloppen oder anfangen zu kloppen über eine Rolle Klopapier dann oder eine Packung Klopapier, dann finde ich das schon ganz schön bedenklich. Ja, also ich denke, es ist wirklich wichtig, in der Ruhe, in seiner Mitte zu bleiben. Und darum machen wir verschiedene Klopfrunden. Und ein anderes ist, sich ja, mit sich selbst zu verbinden und auf seine innere Stimme hören zu können, sodass du wirklich, ja, dass du das mitbekommst, wenn da Impulse sind, die wahrnimmst und denen auch folgst. Das sind so 2 Dinge, die ich persönlich ganz wichtig finde. Ich schaue auf YouTube, schaue ich verschiedene Leute mir an, die Videos und zum Beispiel gibt es eine, die channelt ein Medium, nennt sie Holten, heißt die, falls ihr das mal schauen wollt auf YouTube, also Holten mit Holten. Und die finde ich persönlich total klasse und auch sehr glaubwürdig. Und sie hatte zu dem Thema Coronavirus gechannelt. Ich glaube, sie hat, da kam die Weiße Bruderschaft, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war so Aussagen aus der geistigen Welt, dass der Coronavirus, dass uns das unterstützt, dass wir alle in Veränderungsprozessen sind. Ich meine, das ist für mich überhaupt keine Frage, dass wir in ganz ja, wilden Veränderungsprozessen sind. Es geht eben um den Aufstieg in die nächste Dimension. Und was der Coronavirus oder das, weiß ich jetzt nicht, Coronavirus uns zeigt, ist, oder was wir daraus lernen können und sehen können, ist,
dass unser äußeres Sicherheitssystem, alles, was wir in außen für sicher hielten oder uns auch drangehangen haben sozusagen, ne? Unser äußeres Sicherheitsnetz oder was wir als Sicherheit empfinden, das fängt an zu bröckeln. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Und es gilt, und das ist die große Chance, war so die Message, die große Chance ist, ja, zu lernen, sich auf sich selbst zu besinnen und ja, in die eigene Kraft zu kommen und noch viel mehr, also mir fällt mir im Moment nicht dazu ein, aber hört euch das mal an, also ich fand das total interessant. Also die Frage ist ja, was ist auch das Gute daran? Aber da gehen wir nachher nochmal hin zu der Frage. Jetzt möchte ich nochmal zu einem Punkt, ja, die Nachrichten sind voll davon, habe ich schon gesagt. Und wenn du nicht gestresst oder besorgt warst, das hat heute Steve Wells geschrieben, das ist einer meiner Ausbilder, der schrieb heute in seinem Newsletter, ja, die Nachrichten sind voll davon. Und wenn du nicht gestresst oder besorgt warst oder bist, dann bist du entweder schon erleuchtet, ne, dann bist du ein erleuchteter Zen-Meister oder buddhistischer Mönch. Oder, und das ist wahrscheinlich eher der Fall, du verleugnest die Situation, was letztendlich auch nur eine Form von Angst ist. Also, wir sind hier alle auch nur Menschen. Das hat mein Mann immer zu mir gesagt, Honey, you're just a human being too. Also, wenn ich immer so viel von mir gefordert habe und so hohe Ansprüche an mich selber hatte, da war er gut mein Korrektiv. You're a human being too. Ja, also, ich kann mir aber vorstellen, dass ich schrieb nicht nur Steve Wells, sondern auch Rebecca Marina, das ist auch eine meiner Lehrerinnen im Klopfen, schon vor langer, langer Zeit habe ich sehr viel von ihr gelernt und ich weiß jetzt gar nicht, wer was geschrieben hat, aber auf jeden Fall ganz eindeutig, stressige Gedanken und Gefühle zu haben, ist ganz normal. Und aber wenn man so auf so einem, ich sage jetzt mal, auf dem spirituellen Weg ist und so, dann kann das sein, dass man so Misskonzepte hat oder so Glaubenssätze wie, oh, wenn ich jetzt Angst habe, zeigt das, dass ich nicht erleuchtet bin oder nicht, eigentlich dürfte ich gar keine Angst haben. Ich weiß doch eigentlich, dass ich im Universum aufgehoben bin, sicher und so weiter. Also mach dir nicht Vorwürfe, wenn du Angst hast. Also das ist ganz normal. Angst ist einfach unser Überlebensinstinkt. Ne? Unser Gehirn, das spielt automatisch das Worst-Case-Szenario durch. So funktionieren wir eben. Und es ist der Job unseres Gehirns, uns zu helfen, herauszufinden, wie wir überleben können. Ne? Und wir gehen vom Schlimmsten aus, und das kennst du sicher auch in anderen Situationen, dass du, oh mein Gott, und dann fängt das an zu rattern oben in deinem Köpfchen. Und wir spielen das genau durch, wie wir am besten damit umgehen. Und ja, Worst-Case-Szenario. Und wir spielen das alles durch. Und es dient dazu, dass wir überleben können. Das ist ein uralter Mechanismus. So, also bekämpfe nicht die Angst. Das ist die große Aussage. Ne? Vielleicht denkst du eben, du darfst keine Angst haben, solltest nicht. Oder vielleicht schämst du dich sogar, dass du, obwohl du schon so weit bist, dass du da noch Angst hast oder Ängste hast. Und wichtig ist also, mach es nicht schlimmer, wenn du Angst hast, starke Angst vielleicht, dass du dich schämst oder kritisierst. Das macht das Ganze nur noch schlimmer oder wenn du es wegdrücken wolltest. Ja, anerkennen, was ist. Diesen Ausspruch kennen wir nicht nur von Hellinger. Es gibt ja ein Buch von ihm, das so heißt, und ich finde das so wahr. Ich habe ja jahrelang Familienaufstellung auch durchgeführt. Und in dem Moment, wo die Wahrheit da ist und anerkannt und gesehen wird, wahrgenommen und anerkannt wird, in dem Moment kommt der Frieden ins System. Und das habe ich immer und immer, immer wieder beobachtet. Und das fand ich auch, als ich das Klopfen kennenlernte, wunderbar, dieser Eröffnungssatz, den wir oft schon jetzt routinemäßig machen, ne? Auch wenn, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Aber als ich es kennenlernte, da habe ich gedacht, wow, das ist so toll, weil das ist oft ja zum ersten Mal, dass jemand, oder vielleicht auch ich selber, dass ich sehe, oh, da habe ich ein Problem und jetzt spreche ich das zum ersten Mal an und damit erkenne ich es wirklich an. Ja, ich habe da ein Problem. Ne? Und trotzdem liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das ist das Klasse, das Tolle an diesem Eröffnungssatz beim Klopfen. Also, stressige Gedanken und Gefühle zu haben, ist normal. Und der erste Teil, der beste Teil, um über sie hinwegzukommen, besteht darin, sie anzuerkennen und zu akzeptieren, anstatt sie zu leugnen oder gar zu versuchen, sie wegzuschieben. Das macht das nämlich nur noch stärker.
oder sich schlecht zu fühlen und runterzuputzen, weil man diese Gefühle hat. Nein, nimm sie wahr und auch wenn ich diese Gefühle habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ja, wir beginnen also damit, dass das völlig natürlich und normal ist, wenn du dich gestresst oder ängstlich fühlst in der Situation. Nimm deine Gefühle einfach wahr. Das gilt natürlich nicht nur jetzt für die Situation mit dem Coronavirus, sondern allgemein, wenn da Ängste da sind, nimm sie wahr, nimm deine Gefühle wahr und mach dir klar, gerade wenn es um Angst geht, das ist der Job deines Gehirns, sodass es die beste Lösung finden kann. Und vielleicht beruhigt das dich, wenn du dir selber sagst, mein Gehirn will mir helfen zu überleben. Okay, Gehirn, ich habe das jetzt gesehen und ja, ich habe das verstanden und jetzt kannst du runterfahren, ne? Ich habe das verstanden. Das wäre so erste Möglichkeiten für einen positiven Selbstdialog. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mit einer ersten Klopfrunde und reibe den wunden Punkt oder den Karatepunkt klopfen alternativ und sprich mir nach, auch wenn ich Angst habe und mir Sorgen mache, auch wenn ich Angst habe und mir Sorgen mache, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst habe und mir Sorgen mache, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und vielleicht fällt dir noch weiteres ein, was du dazu sagen möchtest oder klopfen möchtest. Dann sagst du einfach, auch wenn, Punkt, 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 liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Es ist ja nicht nur die Ängste, möglicherweise sich anzustecken und im Extrem Ängste wären dann daran zu sterben, weil man vielleicht eine Lungenvorerkrankung hat oder so. Also es sind ja oft gar nicht nur die Ängste vor der Ansteckung möglichen, sondern auch finanzielle Ängste, die jetzt noch total akut werden können. Ne, auch wenn ich nicht mehr zur Arbeit gehen kann und ich weiß, ob ich dann noch Geld bekomme oder was auch immer, da für Ängste jetzt hochkommen. Ein Gutes natürlich jetzt ist auch, dass durch den Virus und all das, was so jetzt im Außen geschieht, dass da auch alte Ängste getriggert werden. Und das Gute daran ist, dass man, wenn man das merkt, dass man das ja sofort daran arbeiten kann und die lösen kann. Das finde ich jetzt das Gute. Also wenn die alten Themen hochpoppen, hey, wunderbar, dann kann ich sie lösen. Na, das ist besser, als wenn die da versteckt rumrennen als unentdeckte Programme in meinem System. Und ich mich dann ständig sabotiere oder so. Ja, und dann Spitze des Kopfes klopfen, Angst und Sorgen. Angst und Sorgen, Angst und Sorgen, Augenbrauenanfang, Angst und Sorgen, Angst und Sorgen, Angst und Sorgen, Seite des Auges, all diese Ängste, all diese Ängste, all diese Ängste, unter dem Auge, all diese Sorgen, all diese Sorgen, all diese Sorgen, dann unter der Nase, all diese Ängste, all diese Ängste, diese Ängste, Kinnpunkt, all diese Befürchtungen, all diese Befürchtungen, all diese Befürchtungen. Dann Schlüsselbeinpunkt, was auch immer ich dazu beigetragen habe, ich vergebe mir. Was auch immer ich dazu beigetragen habe, ich vergebe mir. Dann unter dem Arm, jedem vergeben, der damit irgendetwas zu tun haben könnte. Jedem vergeben, der damit irgendetwas zu tun haben könnte. Jedem vergeben, der damit irgendetwas zu tun haben könnte. Ja, dann noch ganz wichtig, es gibt einen Unterschied zwischen Angst und Ängstlichkeit oder sich Sorgen machen, ne? Diese ständigen Grübeleien. Und Angst, das habe ich vorhin schon gesagt, Angst ist eine Überlebensreaktion auf eine reale und unmittelbar bevorstehende Bedrohung. Das führt im Körper zu einer verstärkten Erregung, um uns zu helfen, mit der Bedrohung umzugehen, indem wir sie bekämpfen, also Kampfreaktion, vor ihr weglaufen, fliehen, Fluchtreaktion oder totspielen, ne? Sich einfrieren, freeze. Ist ja, und da geht es ja oft in der Traumatherapie auch darum, wieder zu entfriesen, sag ich mal, oder auch in der energetischen Psychologie, so erstarrte Strukturen wieder ins Fließen zu bekommen, die Energie. Ja, das ist bei Angst, ne? Also eine Überlebensreaktion, wo der Körper eben ja alles mobilisiert, damit wir eben mit dieser Bedrohung umgehen können. Ängstlichkeit dagegen, und das wird oft verwechselt,
Ängstlichkeit ist ein Gefühl der Sorge, Nervosität oder des Unbehagens, typischerweise wegen eines bevorstehenden Ereignisses oder etwas mit einem ungewissen Ausgang. Ne, das ist so, oh Gott, ich weiß nicht, wie das werden soll und was ist, wenn und so. Da kann man so richtig in so Ängstlichkeits- und Grübel- und Sorgenspiralen hinein sich manövrieren mit seinen Gedanken. Bei Ängstlichkeit und Sorge geht es um eine wahrgenommene Bedrohung, die nicht unbedingt vorhanden ist. Ist nur eine Situation zum Beispiel oder eine Person, die wahrgenommen wird als Bedrohung. Es muss keine echte Bedrohung sein. Es ist nur eine Frage der Wahrnehmung. Es hat natürlich auch mit deinem Hintergrund zu tun, mit deiner Landkarte, würde man im NLP sagen, mit deinen Vorerfahrungen. Ne, was für Erfahrungen hast du mit Menschen, die so und so aussehen? Und wenn du mit jemandem eine ganz furchtbare Erfahrung hattest und dann begegnet dir jemand, der dich daran erinnert, weil der ähnlich aussieht, irgendwas ähnlich ist, dann kommst du wieder in diese Angstreaktion. Aber auch Ängstlichkeit und diese Gefühl der Sorge, das sind ungünstige Verhaltensmuster, die man sich irgendwann mal antrainiert hat und nach denen man möglicherweise sogar süchtig mittlerweile geworden ist. Ja, man könnte Ängstlichkeit, Sorge auch Angst vor der Angst nennen. Und das ist jetzt wichtig. Es kommt in vielen Fällen von einer vom Verstand geschaffenen Projektion von etwas Schlimmem, das uns in Zukunft widerfährt. Also Projektion ist ja etwas, was du an die Wand wirfst, also ein Projektor, wenn man das mal so nimmt, vom Wort her jetzt, ein Projektor. Du projizierst was an die Wand oder du produzierst innere Bilder, Fantasien. Und das gibt die Injektion von ängstlichen Gefühlen und das motiviert und mobilisiert uns dann, um diese potenzielle Bedrohung zu vermeiden. Aber es ist, oft eine fantasierte Bedrohung oder eine Projektion von etwas Schlimmem, was gar nicht eintreten muss. So, und trotzdem ist unser System da dann in Alarmbereitschaft auch. Ja, was wichtig ist, Thema Unterschied zwischen Angst und Ängstlichkeit und Sorgen. Wichtig ist zu wissen, dass die angstartigen Gefühle nicht mit dem verbunden sein müssen, was wir projizieren. Also es ist möglich, eine Reihe von zukünftigen Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, also verschiedene auch Negativprojektionen zu haben, also schlechte Ausgänge sich vorzustellen, ohne sich dabei schrecklich fühlen zu müssen. Weil du reagierst im Grunde auf ein inneres Bild oder auf eine Vorstellung, die du selber dir entwickelt hast. So, und das kann man verändern. Ja, und wie? Da ist Klopfen natürlich wunderbar geeignet. Es gibt natürlich auch andere Techniken, um die emotionalen Bindungen an etwas, was dein Geist projiziert hat, zu lösen. Und ja, wenn du das tust, das kennst du ja schon vom Klopfen, ne, das führt meistens zu einer sofortigen Erleichterung, in diesem Fall von den ängstlichen Gefühlen, und es ermöglicht dir, auf die erforderliche Weise zu planen und dich vorzubereiten, um mit echten Bedrohungen oder Herausforderungen umzugehen, denen du dich vielleicht stellen musst. So, also es werden wir gleich klopfen. Das wird dir auf jeden Fall helfen, wenn du sehr unter Stress und Strom stehst. Wird es dir sehr helfen, einfach ja, dich besser zu fühlen und dann wieder klar denken zu können. Weil das andere sind oft einfach nur Horrorfantasien, die wir uns dann so ausmalen. Ja, und dann starten wir schon gleich in die zweite Klopfrunde. Und dafür reibe den wunden Punkt oder klopfe alternativ den Karatepunkt und sprich laut aus oder mir nach: Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an das Coronavirus. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an das Coronavirus. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an das Coronavirus. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an alle meine Ängste vor dem Coronavirus. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an alle meine Ängste vor dem Coronavirus. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an alle meine Ängste vor dem Coronavirus. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an ängstliche und angstmachende Gefühle los. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen
an ängstliche und angstmachende Gefühle los. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an ängstliche und angstmachende Gefühle los. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an das, was ich fühlen sollte oder nicht fühlen sollte und was ich tun sollte oder nicht tun sollte. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an das, was ich fühlen sollte oder nicht fühlen sollte und was ich tun sollte oder nicht tun sollte. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an das, was ich fühlen sollte oder nicht fühlen sollte und was ich tun sollte oder nicht tun sollte. Und dann die einzelnen Punkte klopfen, Spitze des Kopfes, emotionale Bindungen. Emotionale Bindungen. Augenbrauenanfang, emotionale Bindung an das Coronavirus lösen. Emotionale Bindungen an das Coronavirus lösen. Emotionale Bindung an das Coronavirus lösen. Seite des Auges, emotionale Bindung an alle meine Ängste vor dem Virus lösen. Emotionale Bindungen an alle meine Ängste vor dem Virus lösen. Emotionale Bindungen an alle meine Ängste vor dem Virus lösen. Unter dem Auge, emotionale Bindungen an ängstliche und angstmachende Gefühle loslassen. Emotionale Bindungen an ängstliche und angstmachende Gefühle loslassen. Emotionale Bindungen an ängstliche und angstmachende Gefühle loslassen. Dann unter der Nase, emotionale Bindung an alles, was ich fühlen sollte oder nicht fühlen sollte, loslassen. Emotionale Bindungen an alles, was ich fühlen sollte oder nicht fühlen sollte, loslassen. Emotionale Bindung an alles, was ich fühlen sollte oder nicht fühlen sollte, loslassen. Emotionale Bindung an alles, was ich tun sollte oder auch nicht tun sollte, loslassen. Emotionale Bindungen an alles, was ich tun sollte oder auch nicht tun sollte, loslassen. Dann Schlüsselbeinpunkt, emotionale Bindung an das Coronavirus und seine befürchteten Folgen einfach loslassen. Emotionale Bindung an das Coronavirus und seine befürchteten Folgen einfach loslassen. Emotionale Bindungen an das Coronavirus und seine befürchteten Folgen einfach loslassen. Unter dem Arm, jedem vergeben, der damit irgendetwas zu tun haben könnte. Jedem vergeben, der damit irgendetwas zu tun haben könnte. Ja, und dann atme einmal tief durch und trink nochmal einen Schluck. Wenn du wahrnimmst, wo in deinem Körper die ängstlichen Gefühle sind, dann kannst du auch konkret nochmal dazu klopfen und kannst dann sagen, ich stelle den richtigen Energiefluss zu diesem Körperbereich. Sagen wir mal, du spürst das im Solarplexus, ne? Dann würdest du sagen, ich stelle den richtigen Energiefluss zum Solarplexus wieder her. Ich stelle den richtigen Energiefluss zum Solarplexus wieder her. Oder ich stelle die richtige Energiebilanz für den Solarplexus wieder her. Ich stelle die richtige Energiebilanz für den Solarplexus wieder her. Also wo immer du die Angst oder ängstliche Gefühle spürst in deinem Körper, das setzt du dann ein. Ja, diese Klopfsätze, die sind von Steve Wells, das habe ich heute übersetzt und einiges von ihm übernommen, weil ich das total klasse finde. Und gerade diese finde ich wunderbar, ne, den Energiefluss wiederherzustellen, weil wir da nochmal ganz gezielt und bewusst auch die energetische Ebene ansprechen. Ja, dann nochmal zum Thema vom Verstand geschaffene Projektionen, damit es ganz deutlich wird. Steve Wells verwendet das Wort Fantasie oder Projektion, um zu verdeutlichen, dass es sich eher um Verstand geschaffene Szenarien als um Realität handelt. Das sind Bilder und Vorstellungen, die dein Geist sich macht und die dann wahrscheinlich deine ängstlichen Gefühle antreiben.
Ne, weil du siehst diese Bilder und das wissen wir einfach, diese Bilder sind ja auch oft unbewusst. So, du siehst diese Bilder, auch wenn du sie unbewusst wahrnimmst, du siehst sie und du reagierst darauf. Das heißt, du entwickelst Gefühle zu diesen Bildern. Und solange die eben nicht bewusst sind, laufen die Gefühle und du weißt noch nicht mal, warum du vielleicht angestochen wie ein Schwein herumrennst oder warum du dich so und so fühlst, weil du dieses innere Bild hast. Also mir fällt dazu gerade, das hat jetzt nichts mit dem Virus zu tun, aber mit inneren Bildern zu tun, mir fällt eine Klientin ein, mit der ich gearbeitet habe und dann sah ich, dass sie nach links oben guckte und links oben, das weiß man aus dem NLP, die Augenbewegungsmuster, links oben sind meistens erinnerte Bilder und sie schaute nur für eine Millisekunde nach links oben und sackte förmlich in sich zusammen. Also ich merkte eine ganz starke Körperreaktion und dass sie in einen Negativzustand gekommen war. Und dann habe ich spontan gesagt, sag mal, was hast du da oben gerade gesehen? Und sagte, wie, wo, was, wie, was? Und dann sage ich, du hast doch gerade eben, hast du nach oben links geguckt, guck da nochmal hin. Und dann habe ich ihr mit der Hand so sie dahin geleitet, wo sie hingucken sollte oder wo sie hingeschaut hatte. So, und dann sagt sie mir dann mal, oh mein Gott, ich sehe meinen Vater und ich sehe ihn, wie ich ihn eine halbe Stunde vor seinem Tod gesehen habe. Da habe ich ihn nochmal besucht und der war Alkoholiker und er hatte eine Lebererkrankung und der sah ganz furchtbar aus. Und wenn ich nicht das zufällig mitgekriegt hätte, dass sie nach oben links geguckt hat und dass es eben an eine körperliche Reaktion gekoppelt war. Ne? Ich habe gesehen, sie hat da was gesehen und sie hat darauf reagiert. Und zwar dramatisch reagiert. So, wenn ich das nicht mitbekommen hätte und sie nicht angesprochen hätte, wäre ihr das nicht aufgefallen. Und interessant war das in diesem Fall noch zusätzlich, dass wir ihre Zeitlinie rausgearbeitet hatten und dass dieses Bild in ihrer Zukunft lag. Und stell dir mal vor, du entwickelst Bilder von der Zukunft und willst dir vorstellen, wie du deine Zukunft, also sie war gerade in Rente gegangen, ne, wie sie ihre Rentnerinnenjahre jetzt wunderbar gestalten wollte. Immer wenn sie da hinguckte, hat sie unbewusst dieses Bild von ihrem Vater gesehen. Und als ich ihr das deutlich gemacht habe, sagt sie, weißt du was, und ich habe auch richtig Angst vorm Altwerden und habe immer gedacht, hoffentlich endlich nicht so wie mein Vater. So, also das ist jetzt ein drastisches Beispiel, wie ein inneres Bild deine Gefühle, deine Befindlichkeit, also Auswirkungen auf deine Befindlichkeit hat. Und das ist natürlich, wenn du dir Horrorszenarien ausmalst von etwas, was in der Zukunft sein könnte, also dein Geist sich diese Projektion, Fantasien da bildet, dann kann das sein, dass du dich total schlecht fühlst und das eigentlich nur ist aufgrund dieser Bilder. Und diese Bilder kann man ja entdecken und auch, also man kann klopfen natürlich und man kann auch mit anderen Techniken, zum Beispiel mit der Logosynthese oder so, kann man diese Bilder das verändern. Ja, und jetzt beklopfen wir die Projektionen und reibe wieder den Wundenpunkt und spreche mir nach. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Vorstellung los, dass ich, und hier ist jetzt als Beispiel, dass ich mir den Virus einfangen werde. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Vorstellung los, dass ich mir den Virus einfangen könnte. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Vorstellung los, dass ich den Virus einfangen könnte. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Fantasie los, dass ich den Virus einfangen und sterben werde. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Fantasie los, dass ich den Virus einfangen und sterben werde. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Fantasie los, dass ich den Virus einfangen und sterben werde. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Fantasie los, dass meine ganze Familie das Virus fangen und sterben wird. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Fantasie los, dass meine ganze Familie den Virus bekommen und sterben wird.
Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an die Projektion oder an die Fantasie, dass die Welt untergehen wird. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an die Projektion oder an die Fantasie, dass die Welt untergehen wird. Und vielleicht sind dir Bilder deutlich geworden, die du hast, so Katastrophenszenarien oder Fantasien. Und dann kannst du das auch jetzt nehmen. Ne? Ich lasse zum Beispiel... haben meine Freundin und ich darüber gesprochen, was, also sie sagte, es ist ja bei jedem, jeder reagiert anders jetzt auf die jetzige Situation und auch die Patienten reagieren ganz unterschiedlich. Für die einen ist das eben ganz schrecklich, auch Horror, ist ja auch ein Horrorszenario, dass ihre Medikamente auch ausgehen könnten, ne, wie bei der einen Patientin, ne, dass die nicht mehr geliefert werden können aus China oder aus dem asiatischen Raum. Oder für den nächsten ist die Vorstellung ganz schrecklich, dass er in Quarantäne muss und eingesperrt ist sozusagen und 14 Tage nicht das Haus verlassen darf. Das kommt auf deine Themen an, die du hast. Und wenn dir jetzt auch was eingefallen ist, dann reib nochmal den wunden Punkt oder klopf den Karatepunkt und sag dann, ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Fantasie, das, und dann sprichst du das aus, dass ich in Quarantäne kommen müsste, zum Beispiel, los. Ne? Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Projektion, dass ich unter Quarantäne gestellt werde, los. Oder ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Projektion, dass wichtige Dinge, die ich brauche, nicht mehr geliefert werden können, los. Oder ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an die Projektion oder an die Fantasie, dass plötzlich Stromausfall ist oder was auch immer, da deine ja, Horrorfantasien sind, ich lasse das jetzt einfach los. Ja, also, ne, wenn du weißt, dann kannst du es benennen und sonst kannst du einfach sagen, so eine General-Loslassung, ich löse alle meine emotionalen Bindungen an alle meine Projektionen, Vorstellungen und Fantasien über das Coronavirus und seine Folgen, würde ich noch dazu setzen. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an alle meine Projektionen, Vorstellungen und Fantasien über das Coronavirus und seine Folgen. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an alle meine Projektionen, Vorstellungen und Fantasien über das Coronavirus und seine Folgen oder und seine Auswirkungen. Ja, dann empfiehlt Steve Wells auch das Lösen der emotionalen Bindung an das, was andere tun oder nicht tun. Und das hat zwei Gründe. Einen, den ich auch absolut wichtig finde, nämlich der, dass es auch einen emotionalen Ansteckungsfaktor gibt oder ich würde sagen, auch nicht nur emotional, sondern energetischen Ansteckungsfaktor gibt. Also es gibt einen emotionalen und energetischen Ansteckungsfaktor. Mein Gott, was für ein schweres Wort. Einen Ansteckungsfaktor. Ja, also es ist durchaus möglich und das hast du vielleicht auch selber schon mal erlebt, dass andere in Panik geraten und wie ihre Gefühle wahrnehmen und nicht nur wahrnehmen, sondern auch übernehmen. Ne, das erlebe ich ganz häufig in meiner Praxis, dass ich mit jemandem arbeite und wir dann feststellen, das Gefühl, an dem wir arbeiten, ist gar nicht das eigene Gefühl, sondern ein übernommenes Gefühl, meistens aus der Familie. Aber das kann auch vom Partner oder von jemand anders übernommen sein. Ich habe zum Beispiel mehrere Gefühle übernommen gehabt von Kindermädchen, die wir hatten, als ich Kind war. Ja, und dann, wenn dem so ist, ne, wenn wir so Angst von anderen übernommen haben oder Sorgen, und dann ist das so, dass wir von Sorgen und Ängsten getrieben sind, die nicht einmal unsere eigenen sind. Wie gesagt, ich erlebe das sehr häufig in meiner Praxis, dass Gefühle und auch Gedanken nicht die eigenen sind, sondern übernommen worden. Und oft eben gar nicht bewusst übernommen worden, sondern automatisch. Und es wird oft gar nicht erkannt, dass es gar nicht die eigenen Gefühle und Gedanken sind. Ja,
Dann ein anderer Grund ist, dass wenn wir andere beurteilen, andere Menschen, ne, die sollten jetzt auch Hamsterkäufe machen oder die sollten keine Hamsterkäufe machen. Und es ist ja schon interessant, dass es auch Hamsterkauf genannt wird und nicht einfach Vorsorgekauf. Ne? Da ist im Hamsterkauf ist schon eine Panik mit drin in dem Wort alleine. Ne? Und es kann sein, dass man nur schon auf dieses Wort reagiert. So, und da fällt mir gerade ein, in der Akademie, da hast du ja auch den Kurs zum Thema Stressworte entmachten. Ne? Man könnte auch das Wort Coronavirus entmachten. Also, wenn wir andere beurteilen, beurteilen wir uns selbst. Ne? Wir sind ja diejenigen, die mit diesen schlechten Gefühlen stecken bleiben. Ne? Die denken, der sollte so und so sein oder das und das auf keinen Fall machen. Das, du bist derjenige, der das fühlt und das fühlt sich nicht gut an. Okay, also lösen der emotionalen Bindung an das, was andere tun oder nicht tun. Und jetzt kannst du mal für dich so ausprobieren, was passt denn für dich von diesen Absichtserklärungen? Und wenn das alles nicht so richtig passt, passe das an das, was du wirklich denkst und fühlst. Das ist beim Klopfen ja sowieso auch. Zum Beispiel, als ich anfing mit dem Klopfen, eines der ersten Bücher, die ich gelesen hatte, und zwar von einer Kollegin, und die schrieb, dass es ging um das Thema Abnehmen in der Gruppe. Also in der Gruppe haben sie zum Thema Abnehmen geklopft. Und bei einer der Teilnehmer, die kamen einfach nicht runter in ihrem Stresswert. Und dann hat sie die beiseite genommen und gefragt und geguckt, was da so los war. Und sie hatten geklopft an, auch wenn ich immer so viel esse, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und dann das Ganze beklopft. Und dann brach es aus der Teilnehmerin so heraus, ja, ich denke ja auch, ich fress wie ein Schwein. Und wenn du sowas denkst, was man eigentlich nicht sagt, aber es ist eben in deinem Kopf, ich fress wie ein Schwein oder ich sehe aus wie eine dicke Tonne oder ich weiß nicht was. Ne? Wenn du sowas denkst, was aber nicht salonfähig ist, sowas zu sagen, sprich es so aus und mach die Klopf. Beim Klopfen nutze bitte die Worte, die in deinem Kopf sind. Nicht wie du denkst, wie es wohlgewählt klingen sollte. Also, hier sind einige Vorschläge. Prüf mal, ob das für dich passt. Und dann kannst du den wunden Punkt dazu reiben oder den Karatepunkt klopfen. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an die Angst anderer Menschen. Ich löse alle meine emotionalen Bindungen an die Angst anderer Menschen. Und das Zweite, ich lasse meine ganze Panik und Angst über die Panik anderer los. Ich lasse meine ganze Panik und Angst über die Panik anderer los. Das geht mir manchmal so, denke ich gerade, dass ich, also ich kriege keine Panik und Angst ist auch, das ist zu stark das Wort, aber ich sehe so, wie Panik gemacht wird. Und dann denke ich schon, oh mein Gott, wenn die jetzt alle durchdrehen, was ist, ne, dann kann ich auch in diese Horrorszenarien gehen. Was ist, wenn die Leute sich jetzt schon um Klopapier klopfen? Wie würde das erst werden, wenn wirklich die Läden fast leer sind? Ne, oder wenn wirklich alle unter Quarantäne wären? Oder wenn das wirklich durch welche Umstände auch immer man nicht mehr einkaufen könnte? Also, das wäre etwas, ne, über das ich, dass mir jetzt Angst machen könnte, dass andere so in die Angst und Panik gehen. Weil man weiß nie, wie Menschen reagieren in einer Paniksituation. Heute habe ich gelesen, von irgendeinem Professor, der sich äußerte über Viren, also ein Spezialist, und der sich auch über die Geschichte der Viren und so damit auseinandergesetzt hatte. Und der sagte, zu Zeiten, als es Cholera gab, wenn ich es richtig erinnere, hat Heinrich Heine darüber geschrieben, dass er miterlebt hat, dass jemand erschlagen wurde von dem Panikvolk, sag ich jetzt mal so, weil irgendjemand den Verdacht äußerte, dass diese Person Cholera haben könnte. Also Panik kann Menschen zu Tieren machen. So, also das könnte mir schon Angst machen, wenn ich da reingehen würde. Und dann würde ich also, ne, ich lasse meine ganze Panik und Angst über die Panik anderer los. Ja, dann das Nächste. Ich lasse all meine emotionalen Bindungen an all die dummen Menschen da draußen los, die nicht wissen, was sie tun. Wenn du so denkst, ne, dann ja, beklopft das auch. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an all die dummen Menschen da draußen los, die nicht wissen, was sie tun oder die das Falsche tun. Das ist das Nächste. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an das los, was gerade geschieht oder was sie tun sollten, was sie nicht tun. Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen, da sind
die Bewertung eben, ne? Ich lasse alle meine emotionalen Bindungen an das los, was gerade geschieht, was sie tun sollten, was sie nicht tun und so weiter. Ja, vielleicht ist dir was eingefallen, wo du denkst, ja, da könnte ich gerne dran klopfen. Also wir haben jetzt den wunden Punkt gerieben. Oft reicht das schon, das hast du vielleicht auch schon mal festgestellt, oft reicht das schon, nur den wunden Punkt zu reiben oder den Karatepunkt zu klopfen. Aber man könnte zu jedem natürlich auch eine ausführliche Klopfrunde machen. Ja, dann, ich habe hier mal bestimmt der gute Abschluss, obwohl wir jetzt das Webinar noch nicht abschließen, aber für das Klopfen. Da könntest du noch den Wundenpunkt reiben und schreiben, auch wenn ich spirituell bin und denke, ich dürfte keine Angst und negativen Gedanken haben, bin ich okay. Auch wenn ich manchmal Angst habe und nicht immer positiv drauf bin, bin ich okay. Auch wenn ich spirituell bin und denke, ich dürfte keine Angst und negativen Gedanken haben, bin ich okay. Auch wenn ich manchmal Angst habe und nicht immer positiv drauf bin. Auch wenn ich spirituell bin und denke, ich dürfte keine Angst und negativen Gedanken haben, bin ich okay, auch wenn ich manchmal Angst habe und nicht immer positiv drauf bin. Na, wenn du so hohe Ansprüche an dich hast, dann wäre das ein guter Satz. Und ich wähle zu denken, dass alles gut ausgehen wird. Ich wähle zu denken und zu glauben, dass alles gut ausgehen wird. Ich wähle, der göttlichen Führung zu trauen. Ich wähle, der göttlichen Führung zu trauen. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und tue genau das Richtige. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und tue genau das Richtige. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und tue genau das Richtige. Ja, dann, das habe ich genau, ich habe mich gerade nämlich gewundert, da fehlte was, aber jetzt sehe ich, ich habe das, zwei Folien und das ist die eigentliche, die ich eigentlich zeigen wollte. Also das obere haben wir, ne, auch wenn ich spirituell bin und denke, ich dürfte keine Angst und negativen Gedanken haben, bin ich okay, auch wenn ich manchmal Angst habe und nicht immer positiv drauf bin. Und das habe ich jetzt neu dazu gemacht, heute Nachmittag noch. Wie wäre es, wenn ich vernünftige Vorsorge betreibe? Wie wäre es, wenn ich vernünftige Vorsorge betreibe? Wie wäre es, wenn ich vernünftige Vorsorge betreibe? Wie wäre es, wenn ich gut für mich und meinen Körper sorge? Wie wäre es, wenn ich gut für mich und meinen Körper sorge? Wie wäre es, wenn ich auf das Positive schaue? Wie wäre es, wenn ich auf das Positive schaue? Wie wäre es, wenn ich mich einfach dem Fluss des Lebens anvertraue und wüsste, ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und tue genau das Richtige? Wie wäre es, wenn ich mich einfach dem Fluss des Lebens anvertrauen würde und wüsste, ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und tue genau das Richtige? Ja, das waren unsere Klopfrunden. Und jetzt möchte ich euch einige Kurse vorstellen. Für euch ist es ja so, ihr habt diese Kurse alle in der Akademie, aber wer das später hört als Nicht-Akademie-Teilnehmer, der kann die Kurse, also viele der Kurse, auch kaufen und bestellen auf meiner Seite www.king-selbstcoaching-kurse.de. Da ist zum einen der Kurs Transformierende Fragen für Fülle und Wohlstand. Und das ist ein super Kurs und zu dem Kurs gehört eine 21-tägige E-Mail-Serie. Und ich habe gerade am Wochenende, da war ich total aktiv und habe, ich bin ja noch am Umziehen von meinem alten E-Mail-Verteiler zu meinem neuen E-Mail-Verteiler und das gibt so, man kann so in den E-Mails Kampagnen aufsetzen. Das heißt, diese E-Mail-Serie, die habe ich natürlich, die schreibe ich ja nicht jeden Tag neu, sondern die habe ich einmal aufgesetzt, 21 E-Mails. Und jeden Tag bekommt derjenige, der freigeschaltet ist für diese E-Mail-Serie, also in diesem Verteiler für die E-Mail-Serie ist, jeden Tag bekommt er eine E-Mail. Das heißt 21 E-Mails und die habe ich gestern umgezogen von meinem alten E-Mail-Versandsystem auf das neue und habe dadurch mir natürlich alle E-Mails nochmal angeguckt, teilweise auch noch Dinge korrigiert oder verändert.
Und habe die alle selber noch mal gelesen und habe gedacht, wow, die sind ja super cool. Und ich habe mich jetzt selber tatsächlich noch mal freigeschaltet oder eingetragen für diese E-Mail-Serie, sodass ich jetzt selbst jeden Morgen eine dieser E-Mails bekomme und ich finde die richtig toll. Und wenn du den machen willst, so, das will ich eigentlich sagen, wenn du den machen willst und wenn du ihn jetzt in der Akademie hast oder dir den kaufst, diesen Kurs, dann, wenn du ihn kaufst, wirst du automatisch, schalte ich dich frei für diese 21-Tage-Serie, aber jetzt, wenn du den in der Akademie dir anguckst, dann sag mir Bescheid, dann schalte ich dich auch für die 21-Tage-E-Mail-Serie frei. Ne, dann bekommst du jeden Morgen, um 6 wird das rausgeschickt, jeden Morgen bekommst du eine E-Mail, die du natürlich auch später am Tag lesen kannst, mit so einem kleinen Impuls. Ne? Das ist so eine Impuls-Mail. So, und das Tolle an diesem Kurs, also worum geht das in diesem Kurs? Zum einen erfährst du, wie unser Verstand arbeitet, und wie du seine Arbeitsweise nutzen kannst, um dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. Eine ganz große Rolle spielen Fragen und du wirst entdecken, wie viele negative Fragen du in deinem Kopf hast. Ne? Negativ wirkende, auch Fragen, die entmächtigend sind. Was genau das bedeutet, kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn du das Wort hörst. Aber was das wirklich bedeutet, wenn du erkennst oder merkst, wow, ich habe hier Sätze, Gedanken in meinem Kopf, die machen mich powerlos. Die machen mich, da fühle ich mich hilflos, wenn ich das mir immer innerlich sage. Das wusste ich noch gar nicht, dass ich solche Gedanken denke. Darum ist es so wichtig, so eine Gedankendisziplin zu entwickeln. Ja, und dann stelle ich eben in dem Kurs ein 4-Schritte-Programm vor, mit dem du künftig dann eigene transformierende Fragen entwickeln und für dich arbeiten und wirken lassen kannst. Und das Tolle an dem Kurs ist, du findest dann nämlich in dem Kurspaket einmal ein Video mit 33 inspirierenden, transformierenden Fragen und 2 Audiodateien, also MP3-Dateien, mit einmal mit beschwingter Musik im Hintergrund und einmal mit meditativer Musik im Hintergrund, mit diesen 33 Fragen, sodass du das täglich hören kannst. Und je nach Lust und Laune. Ne? Heute Morgen möchte ich das mal beschwingt hören und heute Abend vielleicht eher meditativ. Du bekommst ein Skript mit Tipps zur Anwendung und eine Auflistung der im Video und Audio verwendeten powervollen Fragen. Und die sind wirklich wohl durchdacht und von mir sorgfältig zusammengestellt. Und das sind Fragen, die deine Welt verändern und dein Leben nicht nur monetär bereichern werden. Ja, also, es gilt, alte, erstmal Denkgewohnheiten zu erkennen und dann sie zu verändern. Und darum sollte man sich wirklich auch Zeit nehmen, 15 Minuten, also 10 bis 15 Minuten gehen die MP3s, um dir das anzuschauen oder sie dir anzuhören. Und als Bonus gibt es eben diesen 21-Tage-Kurs. Gut, Feedback zum Kurs, nur damit du eine Idee bekommst, wie cool der ist. Guten Morgen, liebe Frau King. Ich habe mich, wie besprochen, direkt nach unserem Gespräch der Aufzeichnung des Webinars gewidmet, habe alle Übungen mitgemacht und war schon erstaunt, was da so für entmächtigende Fragen in meinem Kopf rumschwirren. Kein Wunder, dass mich das runterzieht. Fand das Webinar wirklich toll. Es hat mir viel Mut und Motivation gegeben. Ja, und dann schrieb Steffi, die Glücks- und Erfolgsfragen haben einen Turbo in mir ausgelöst. Dafür möchte ich herzlich Danke sagen. Ich fühle mich super gut und beschwingt und schaue voller Zuversicht in meine Zukunft. Mögen viele Menschen zu Ihnen finden, denen Sie helfen können, Ihr Leben so zu gestalten, dass die Seele tanzt und lacht. Das fand ich eine wunderschöne Rückmeldung. Und diese guten Gefühle, von denen Steffi schrieb, die entstehen nämlich, weil wir durch das Lesen, Hören und Aussprechen oder auch durch Singen dieser transformierenden Fragen unsere Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Probleme und die damit verbundenen negativen Gefühle, sondern ganz gezielt auf etwas Positives lenken. Und das bringt uns natürlich in einen guten Zustand. Darum liebe ich diesen Kurs und der heißt mit transformierenden Fragen zu Glück und Erfolg. Und da geht es auch um Geld. Wieso liebt Geld, es zu mir zu kommen, ist eine der Fragen. Ja, wunderbar. Sie helfen dir nämlich, ein NLPler würde sagen, wir verlassen mit diesen Fragen den Stuck State oder die Problemtrance und begeben uns gedanklich in den vorweggenommenen Zielzustand. Und dadurch verändert sich unsere Schwingung. Und wenn wir das Gesetz der Anziehung, LOA, ne, Law of Attraction, dann, wenn wir eine höhere Schwingung haben, dann können wir endlich das anziehen, was wir uns wirklich wünschen. Also dieser Kurs ist super toll und du hast ihn in der Akademie. Ist das nicht cool? Nutze ihn, kann ich nur sagen. Ich zeige dir gleich, wo du ihn findest. Der ist ein bisschen versteckt. Ja, bei täglicher und konsequenter Anwendung werden diese transformierenden Fragen zwangsläufig und dazu auf einfache Art und Weise dein Leben verändern.
Ja, jetzt, wo, wie finde ich diesen und andere Kurse in der Akademie? Und das habe ich jetzt nochmal, ich zeige das jetzt nochmal. Also, du hast ja drei Themenbereiche in der Akademie und diesen findest du einmal den Kurs mit dem Video und den Audios findest du in dem Bereich Geld und Erfolg. Transformierende Fragen für Fülle und Wohlstand heißt der. Und unter Beziehung und Selbstliebe, da gibt es auch einen Kurs, den zeige ich euch gleich noch, wo es auch um die transformierenden Fragen geht, da in Bezug auf Beziehung und Selbstliebe. So, also im Grunde gibt es den zweimal, aber dieses, was ich vorhin so ausführlich vorgestellt habe, das ist in dem Bereich Geld und Erfolg. Ja, und dann haben wir den Bereich Emotionscoaching, Stress und Selbstmanagement. Und da ist auch Energieklärungscoaching, das Gesamtpaket, was im Moment auch besonders hilfreich ist, immer wieder energetischen Hausputz zu machen, energetisches Selbstmanagement, deine Energien zu klären, weil es für mich ist das so wie frei flottierende Angstfelder und da muss man so aufpassen, sich nicht anstecken zu lassen und sich immer wieder ja frei zu machen davon und zu besinnen und in seine eigene Energie zu kommen. Ja, es gibt viele Extras in der Akademie, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Und du hast, als du die Akademie gekauft hast, hast du also bei deiner Buchung eine Mail bekommen und da sind die Login-Daten drin. Das ist der Link zur Login-Seite und dein Benutzername ist deine E-Mail-Adresse, mit der du bestellt hast. Und dein Kennwort, das wurde dir auch zugewiesen. Und falls du das nicht mehr findest, dann klickst du einfach auf Kennwort vergessen und dann kriegst du eine Mail und dann kannst du dir ein anderes Kennwort festlegen. Und wenn du dann drin bist in der Akademie, dann ist das deine Startseite mit einem Herzlich Willkommen-Video. Und dann ist darunter ein Button, Sesam, öffne dich und klicke hier und gelange zu den Schätzen der Akademie. Und wenn du darauf klickst, dann kommst du auf die Seite und das ist die Seite alle Inhalte. Und da scrollst du runter, also dieser rote Balken ist zum Runterscrollen. Sagt, du sollst runterscrollen und dann siehst du hier die drei Themenbereiche. Und da haben wir den Bereich Geld, Erfolgsblockaden lösen, alles zu Thema Liebe und Beziehungen und Thema Stress und Selbstmanagement. Und du klickst auf Geld und Erfolgsblockaden lösen und unten Kurse ansehen. Und dann wirst du weitergeleitet. Oder es gibt auch den Zugangsweg darunter, unter all diesen drei Bereichen, alle Kurse ansehen. Und bei alle Kurse ansehen, da startet dann, da sind alle Kurse auf einer Seite und das startet mit den Selbstliebe- und Beziehungskursen. Und wenn du da runter scrollst, dann siehst du L2, das ist schon der zweite, die Macht der Gedanken und die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. Da hast du diese Fragetechnik und die Macht der Gedanken, warum ist das eigentlich so und so. Das hast du in diesem Kurs einmal zum Thema Beziehung und Selbstliebe. Und was haben wir hier noch? Was natürlich auch jetzt besonders getriggert werden könnte, so wenn so unsichere Situationen sind, ist das innere Kind. Und da sind natürlich die Kurse zur Heilung des inneren Kindes wunderbar geeignet. Und da haben wir unter L4 zum Beispiel einmal einen Kurs, aber wir haben noch einen. Genau, hier haben wir dann Heilung des inneren Kindes inklusive, also mit einer Hypnose-Meditation. Und darüber ist ein Kurs zur Wirkung von inneren Bildern. Hier in Bezug auf das Thema Beziehung, aber das kann man auch allgemein sehen. Und die Übungen, die ich mache, sind ja oft sehr, das sind prozessorientierte Übungen, die kann man zu allen möglichen Themen machen. Also wenn du über die Macht der inneren Bilder was wissen willst und deine mal prüfen willst, dann empfehle ich auch diesen L6-Kurs. Ja, dann könnte interessant sein, lösche ungünstige Beziehungsmuster. Und dann haben wir Geld und andere Sorgen einfach entsorgen, falls das Thema jetzt besonders aufploppt bei dir. Und wenn du weiter runter scrollst, so sieht das bei mir aus, wenn man diese Scrollbalken, manchmal sieht man den ganz kaum. Heilung finanzieller Traumata und andere alter Wunden könnte auch hilfreich sein. Und dann haben wir annehmen lernen, könnte auch interessant sein. Und unter dem Themenbereich Stress und Selbstmanagement haben wir verschiedene Kurse.
Da könnte Enthypnotisieren interessant sein. Und dann natürlich die Timeline-Reisen. Ne? Wenn du jetzt merkst, jetzt gerade wird so Ärger getriggert oder Angst getriggert oder Traurigkeit oder vielleicht auch Schuldgefühle. Also wenn du merkst, wow, da wird irgend so ein Thema getriggert, so ein Gefühl, dann kannst du natürlich auch eine Zeitreise machen, eine Timeline-Reise. Ja, es ist wunderbare Zeiten, um seine alten Sachen zu lösen. Und du hast viele Schätze in der Akademie und das Energieklärungscoaching kann ich auch nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, ne? Wirklich für dein energetisches Selbstmanagement. Ja, und dann ganz unten eben bei Geld und Erfolg findest du als Bonus diesen transformierende Fragen für Fülle und Wohlstand, den Kurs, den ich vorhin ausführlich erklärt habe. Und das sieht dann so aus, das ist das Video und dann kannst du dir die Hörversion herunterladen. Und natürlich gibt es PDF dazu und so, hatte ich ja schon gesagt. Und da steht dann eben unten in der Kursbeschreibung, wichtig, bitte sag uns Bescheid, wenn wir dir die 21-Tage-E-Mail-Serie freischalten sollen. Also bitte, bitte melde dich, ich schalte sie dir gerne frei und kann ein paar Stunden dauern oder manchmal auch einen Tag, aber dann kriegst du die E-Mail-Serie. Und die geht 21 Tage oder mit der Willkommensmail 22 Tage. Ja, das war's. Danke, dass du dabei warst und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und alles Liebe und Gute und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.